Schön, dass Sie da sind. Sie mobilisieren auch viel und Frühmobilisation liegt Ihnen am Herzen? Dann haben wir was für Sie. Frühmobilisierung ist keine neue Erfindung. Es wird schon immer mobilisiert und therapeutisch aktiviert. Leider nimmt jedoch der Schweregrad der Erkrankung immer weiter zu und die Personalressourcen immer weiter ab. Die frühzeitige Mobilisierung und Aktivierung bietet für einige Patienten die Möglichkeit, die Intensivstation schneller genesen zu verlassen. Es bietet vor allen Dingen die Option, den Schweregrad der Erkrankung positiv zu beeinflussen. Hier bietet das Konzept der Frühmobilisierung einen wichtigen Ansatz zur schnelleren Genesung. Moderne intensivmedizinische Therapiemethoden in Kombination mit physikalischen Behandlungsmethoden und dazu noch eine Arbeitserleichterung schaffen. Wir müssen neue Wege bestreiten, die effektiv und sinnvoll sind. Wir können mit der Frühmobilisierung positive Einflüsse auf die Beatmungsdauer, die Verweildauer und natürlich auch auf die Liegezeit des Patienten haben und somit einen sehr positiven Einfluss auf die Deliersymptomatik und vor allen Dingen auf den Erhalt der Selbstständigkeit des Patienten erzielen. Ob die Mobilisation im Zuge der fachpflegerischen Maßnahmen erfolgt oder therapeutisch bedingt durch Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie erfolgt, ist eine Frage der Zielsetzung und Teamabsprache. Mit wenigen Handgriffen und Eigenengagement ist dies eine gute Maßnahme. Die TINA ENH 200 ist ein Mobilisationsstuhl für Personen mit einem Körpergewicht von bis zu 200 Kilo. Sie ist geeignet für den Transport oder den Transfer, den passiven aus der liegenden Position oder den aktiven in die sitzende Position. Wir möchten nun die TINA ENH benutzen, um einen Patienten aus der liegenden Position passiv in den Stuhl zu mobilisieren. Die TINA ist immer einsatzbereit. Sie kann unter Akkubetrieb oder Netzbetrieb laufen. Die TINA ENH lässt sich an jedes Bett stufenlos variabel anpassen. Wir klappen die Seitenteile weg und danach wird die TINA an das Bett herangefahren und die Bremsen arretiert. Das zentrale Bremssystem bietet mir bestmögliche Sicherheit. Von jeder Position kann ich eine Rolle betätigen und die Bremsen festigen. Der Stuhl wird in Liegeposition ausgerichtet, um den Patiententransport passiv durchführen zu können. So wird die TINA in Liegeposition gefahren. Die stufenlose variable Einstellungsmöglichkeit bietet mir die Option, die TINA optimal an das Bett anzupassen und rückenschonend zu arbeiten. Der Patient ist nun per Rollbord passiv in die TINA mobilisiert worden. Die TINA wird vom Bett weggezogen und der Patient mit den Seitenhaltern gesichert, um ihn in die Sitzposition zu fahren. Der Patient wird in die Sitzposition gefahren. Die hochwertigen qualitativen Polster bieten eine optimale Möglichkeit zu sitzen. Sie sind 10 cm dick und es ist zudem eine 2 cm dicke, druckentlastende Schicht eingearbeitet. Der Patient wird optimal gelagert. Der Fußtritt wird elektromotorisch an die Beinlänge angepasst. Für das Wohlbefinden des Patienten wird dieser in die Ausgangssitzposition gefahren und aus dieser heraus individuell in eine sichere und bequeme Position verlagert. Die Sitzfläche und die Rückenlehne passen sich an. Der Patient kann nicht herausrutschen und sitzt sicher. Für die Lagerung des Kopfes und für die Bequemlichkeit können verschiedene Nackenpolster eingesetzt werden. Der Tisch kommt aus der Parkposition und wird vor den Patienten gesetzt. Der Patient kann ganz bequem seine Arme ablegen. Es gibt ein paar Möglichkeiten, etwas hineinzustellen, wie zum Beispiel einen Trinkbecher. Der Patient kann bequem sitzen. Möchte der Patient jetzt Alltagsaktivitäten üben oder auch essen, können wir die Polsterung abnehmen und der Patient hat eine stabile Unterlage. Der Patient kann aufstehen, indem wir die Aufstehhilfe benutzen. Der Stuhl wird in die maximale Sitzposition gefahren und nach vorne geneigt. Der Patient kann bequem aufstehen. Zum barrierefreien Aufstehen kann der Fußtritt weggeklappt werden und der Patient hat direkten Bodenkontakt.